Klappert nach Klamm. Die Klamm ist 702 Meter lang und bis zu 80 Meter tief. Geli und Hagen schauen sich das Naturdenkmal einmal genauer an. Um 1912 wurde die Klamm zum Naturdenkmal erklärt. Die Patnach, ein reißender Gebirgsbach aus dem Rheintal. Die Patnach schneidet sich Jahr für Jahr ein kleines Stück tiefer in die Klamm. Durch Bau eines Stollenweges wurde die Klamm begehbar gemacht. Nach 702 Meter endet die Klamm. Dann öffnet sich das Tal und wir schauen ins Rheintal. Nach einer kleinen Pause am Klammende treten wir den Rückweg an. Übrigens, die Klamm wurde schon im 18. Jahrhundert als Driftbach verwendet, um Brennholz aus dem Rheintal nach Badenkirchen zu transportieren. Heute kann man unter sicheren Bedingungen die Klamm Sommer wie Winter begehen. Und wir genießen noch einmal beim Zurückgehen die Schönheiten der bizarren Eisgebilde. Die Klamm ist im Sommer zwischen 8 und 18 Uhr und im Winter zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet.